Ja, Sie haben das, wir haben jetzt vieles schon gehört über das Essen und tatsächlich haben Sie das alle heute schon getan, nehme ich mal an. Mindestens haben Sie was getrunken, weil Speis und Trank in dieser Welt doch Leib und Seele zusammenhält. Das hat ein Barockdichter namens Hinrich Hinsch, Sie haben sicher nie von ihm gehört, er war auch kein bedeutender Dichter, aber mit diesem Leib und Seele zusammenhalten ist er in den Volksmund eingegangen, der hat das zusammengereimt. Das heißt, Essen ist wirklich lebensnotwendig und mit Essen meine ich auch Essen und Trinken, das sage ich jetzt nicht immer dazu, weil ohne Nahrung gibt es einfach kein Leben und das gilt bekanntlich nicht nur für die hier sitzende Spezies, sondern für alle Lebewesen, auch Bakterien zum Beispiel, brauchen Nahrung. Das passt uns dann vielleicht nicht immer, aber es ist einfach ein Grundmuster. Leben braucht einfach Nahrung und zwar angemessene Nahrung. Fehlende oder auch mangelhafte Ernährung, die bringt Krankheit und auch Tod. Das heißt, die Frage, was werden und was können wir morgen essen, das ist die Frage des Überlebens. Und von daher ist es auch eigentlich kein Wunder, dass im Vater Unser, das nehme ich an, alle kennen, eine der Bitten ist, gib uns das Brot von morgen, heute. Menschen sind allerdings so, dass sie von Natur aus nichts anderes als Kultur schaffen können. Dadurch vergisst man manchmal, dass beim Essen ohne Natur überhaupt nichts geht, so viel Technologie wir auch haben. Das gilt zum Beispiel auch für Fleisch aus dem Labor oder aus dem 3D-Drucker. Es sind auf jeden Fall Muskelgewebe oder Bestandteile des Bluts von Tieren, Aminosäuren notwendig, damit ein Kunstfleisch entstehen kann. Das heißt, wir sind wirklich verwiesen und abhängig grundlegend auf Boden, auf Wasser, auf Sonne, auf Samen. Und wenn es die nicht gibt, dann ist, wenn es da ein Problem gibt, dann gibt es für Wachstum und Nahrung ein ganz grundlegendes Problem. Das heißt, wir sind so kulturelle Wesen, wir sind auf Natur angewiesen. Wir sind immer beides, Natur und Kultur. Und bei Lebensmitteln fällt das besonders auf, weil Lebensmittel sind kulturell gestaltet. Sie werden gekocht, gegart, gebraten, gewürzt, fermentiert, konserviert, flambiert, etc. etc. Ich empfehle, ein Kochbuch anzuschauen und Sie werden sehen, wie viele Möglichkeiten mit Essen umzugehen es gibt. Es sind alles menschliche Tätigkeiten, die gelernt und auch geübt werden müssen und die die rohe Natur der Nahrung nach bestimmten und kulturell verankerten Kriterien verändern. Da könnte ich jetzt vieles dazu sagen, die Zeit habe ich hier nicht, aber es ist wichtig, sich darüber klar zu sein, dass Geschmack etwas ist, was gelernt ist. Das lernt man mit der Muttermilch. Und daher ist Essen nicht nur einfach Nahrung aufnehmen, sondern sich zu ernähren ist ein Prozess, der Identität schafft und bestätigt. Das angenehme Gefühl, gut satt zu sein, ist weit mehr als die Summe der Aufnahme von chemischen Substanzen. In Europa gibt es seit der Antike oder gab es in der Antike und gibt es zum Teil heute noch zwei große Esskulturen, sagt der Historiker Massimo Montanari, nämlich die mediterrane, wo man Weizenbrot, Gemüse, Käse, Fisch, Wein und Oliven und ein bisschen Fleisch gegessen hat und vor allem mit Maß. Die antike Tugend des Maßhaltens prägte nämlich auch das Essverhalten. Etwas weiter nördlich bei den Franken und Germanen gab es anderes, Fleisch, Milch, Gerste, letztere entweder als Brei oder auch vergoren. Ich glaube, Sie kennen dieses Getränk. Das heißt mit anderen Worten, man könnte sagen, es war die Obelix-Kultur in gewisser Weise. Und die Männlichkeit bewies sich hier im Vielessen und Fleischessen. Das hatte auch politische Folgen gelegentlich, zum Beispiel hat man den Kaiser von Byzanz, der gerne Gemüse gegessen hat und maßvoll gegessen hat, als schwach bezeichnet, während Karl der Große
bekanntlich ein begeisterter Fil- und Fleischesser war. Und diese Muster, das sind kulturelle Muster, bestimmen wirklich oft bis heute, was als angemessenes Essen empfohlen, wahrgenommen wird. Dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung vor kurzem pflanzenbasierte Nahrung empfohlen hat, ist wirklich ein bemerkenswerter Kulturwandel. Im Übrigen sei hier angemerkt, dass in Genesis 1 im Paradies alle Pflanzenfresser sind, auch die Raubtiere. Das ist ein, finde ich, theologisch interessantes Projekt, aber auch das ist ein anderes Thema. Tatsächlich war es aber so, dass die Frage des Vieh- und Fleischessens nur eine Sache der Elite war, weil das normale, gemeine Volk bis ins 18. Jahrhundert oft entsetzlich Hunger gelitten hat, weil die Ernten durch Wetter, Kriege oder Seuchen ausgeblieben sind. Erst wie der Mais und die Kartoffel, also aus Lateinamerika, hier eingeführt wurden und allmählich heimisch wurden, die waren zuerst gar nicht so allgemein verbreitet, erst wie die regulär angebaut wurden, war es für die normalen Leute leichter, satt zu werden. Es gab tatsächlich Hungersnöte in Europa, die dazu geführt haben, dass Kannibalismus ausgeübt wurde. Zudem muss man natürlich sagen, wer was essen durfte, war ein sozialpolitisches Thema. Im Kunsthistorischen Museum gibt es von Bruegel die Bauernhochzeit. Da sieht man, wie in großen Holztrögen das Festessen zum Tisch getragen wird. Das Festessen würden Sie wahrscheinlich nicht als Festessen wahrnehmen. Das war nämlich Hirse mit Safran. Bin nicht überzeugt, ob alle das als Festessen akzeptieren würden. Aber tatsächlich war es so, die Bauern sollten einfach und billig essen. Man war auch der Meinung, dass nur die Bauern müssen so essen, sonst vertragen sie. Das luxuriöse Essen war dem Adel vorbehalten. Das heißt, der Zugang zur Nahrung zementiert soziale Unterschiede. Weswegen zum Beispiel in Venedig zu Anfang der Neuzeit es eigene Beamte gab, die die Haushalte kontrolliert haben, ob auch standesgemäß gekocht wurde, also ob man nicht sozusagen über seinem Stand gekocht hat und Essen gegessen hat, das einem standesgemäß gar nicht zusteht. Das erledigen heute keine Beamte, sondern definitiv die Supermärkte, indem sie billig und bessere Marken anbieten. Und es ist nicht nur der Geschmack, der den feinen Unterschied macht, wie der Pierre Bourdieu schreibt, der Soziologe, es ist auch die Geldbörse, das heißt, damit auch die Arbeitsmöglichkeit und der Kontext, in dem jemand lebt. Was wir morgen essen werden, das ist für die rund 30% der Weltbevölkerung, die Hunger haben, keine rhetorische Frage. Das sind ungefähr 3 Milliarden Menschen, die von Hunger oder auch extremem Hunger betroffen sind. Jedenfalls so nach Angaben des World Food Programs, das ist eine UN-Organisation. Etwa alle 4 Sekunden stirbt ein Mensch an Hunger. Das sind jetzt ungefähr, seitdem ich spreche, ca. 75 Leute. Und die kennen wir nicht und wollen sie nicht und auch nicht kennen. Das ist ein veritables Problem. Die Ursachen sind in fast der Hälfte aller Fälle direkte kriegerische Konflikte. Auch wenn zum Beispiel Hunger als Waffe eingesetzt wird oder durch Krieg Land unbrauchbar wird. Zu einem weiteren Drittel sind es extreme Wetterbedingungen und der Rest sind wirtschaftliche Schocks, wie zum Beispiel die Covid-Pandemie oder auch der Stopp der Getreidelieferungen im Ukraine-Krieg. Also es kommt eine ganze Menge von verschiedenen Sachen zusammen. Man sieht, dass Hunger ein ziemlich komplexes Problem ist. Allerdings, die Eliten sind von Hunger auch heute kaum betroffen. Global gesehen ist das allerdings mehr als dieses 1%, dem fast die Hälfte des weltweit verfügbaren Vermögens gehört. Zur Elite zählen auch die allermeisten Leute, die in den nördlichen Industriestaaten leben. Und auch der größte Teil der Österreicherinnen und Österreicher gehört zur wohlhabenden Hälfte. Allerdings muss man sagen, in Österreich, einem der reichsten Länder der EU, verdienen rund 600.000 Menschen zu wenig Geld, um ausreichend ausgewogene Nahrung zu kaufen. Und 127.000 Kinder in Österreich leiden unter Mangelernährung. Das ist eigentlich für ein reiches Land recht viel. Und man weiß, dass Mangelernährung bei Kindern bleibende körperliche und psychische
Probleme zur Folge hat, so Volkshilfe und auch Caritas. Weltweit gesehen leiden außerdem fast 2 Milliarden Menschen an Übergewicht aufgrund von krankmachender Fehl- und Mangelernährung. Auch das wäre ein weites Thema. Das kommt in unserem Symposium praktisch nicht vor, weil es ist, wie schon gesagt wurde, eine Querschnittsmaterie und in 2 Tagen geht sich das einfach nicht aus. Ich hätte thematisch problemlos 2 Wochen füllen können. Die Frage nach der Ernährung von morgen ist tatsächlich dringlich und zwar nicht nur aus medizinischen oder demografischen Gründen, sondern vor allem wegen einer unheilvollen Mischung von ökonomischen, landwirtschaftlichen und klimatischen Gründen. Im Auftrag der Weltbank und der UNO haben ungefähr mehr als 400 Wissenschaftler im Jahr 2008, also schon wieder eine Weile her, den Weltagrarbericht erstellt. Das ist eine tatsächlich schonungslose und daher auch höchst unbequeme Analyse des planetaren Status quo. Das Ergebnis, kurz gesagt, die industrielle Agrarwirtschaft zielt auf hohe Gewinne und beutet dazu die natürlichen Ressourcen aus. Und die Übernutzung des Bodens führt unter anderem zur Zerstörung des Humus, also einer relativ dünnen Schicht, in der Milliarden von Bodenorganismen das Wachstum von Pflanzen ermöglichen und im Übrigen damit auch unsere Sauerstoffversorgung. Und durch diese drastischen Eingriffe in natürliche Kreisläufe, also nur als ein paar kleine Stichworte, mineralische Dünger und Pestizide, das, auch das wäre ungefähr ein Projekt von 3 bis 4 Tagen, kann man sagen, dass 2023 bereits rund ein Fünftel der europäischen Flora und Fauna unmittelbar vom Aussterben bedroht ist. Das heißt, stellen Sie sich mal vor, zu Hause in Ihrem Haus, in Ihrer Wohnung sind 20% der Wohnung unbenutzbar. Dann entspricht das ungefähr dem, was an Arten ausstirbt. Das sind im Übrigen natürlich meistens Arten, die nicht unmittelbar menschliche Nahrung sind und zum Teil auch oft lästig. Allerdings sind sie unverzichtbar zur Aufrechterhaltung der Kette des Lebens. Also das heißt zum Beispiel als Bestäuber, als Nahrung für andere Tiere. Das heißt, das Problem des Artensterbens ist nicht nur, dass irgendwelche schönen Tiere nicht mehr da sind, sondern es zerstört die natürliche Nahrungskette und damit, weil wir Teil dieser Kette sind, die Grundlagen unserer Existenz. Agrarwüsten und Saatgut- und Düngemittelkonglomerate sind nicht geeignet, das Überleben der Menschheit zu sichern. Das sagt der Weltagrarbericht. Genauer gesagt, diese Institutionen oder Komplexe verhindern das Überleben der Menschheit längerfristig. Die Ernährungssicherheit für die Weltgemeinschaft können nur kleine Bauern sichern, die Agroforstwirtschaft betreiben, also eine Mischwirtschaft mit Bäumen, Feldern, Tieren in kleinen Einheiten. Die Upanishaden, das sind die fast 3000 Jahre alte heilige Schriften aus Indien, aus den Hindu-Traditionen, die sind in puncto Nahrung sehr klar. Da steht, in einer dieser Texte steht, aus Nahrung entstehen alle Lebewesen dieser Erde. Sie leben durch Nahrung und werden am Ende selbst Nahrung. Das heißt, wir sind auch ein Teil von dem, was Nahrung für andere ist. Das übersieht man meistens auch. Zerstört man die Nahrungskette, zerstört man die Menschheit. Daher ist die Schlussfolgerung, dass das Recht auf Nahrung ein Menschenrecht ist. In diesem Symposium werden wir einigen Fragen nachgehen, die sich stellen. Keineswegs allen, weil das ist aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Ich bin selber gespannt und ich wünsche Ihnen ein spannendes Symposium und danke fürs Zuhören.